Heute möchte ich euch jemanden vorstellen, meine Gitarre. Ja, ich weiß, die kennt ihr schon. Mit der habe ich ja jetzt also viele Videos gemacht. Aber was ihr nicht kennt, ist die Geschichte meiner Gitarre. Und die möchte ich euch jetzt in den nächsten 4,5 Stunden erzählen. Also, es fing an 1903 und nein, keine Angst, keine Angst. Es wird kürzer, es wird kürzer. Also. Diese Gitarre, ja, ist ein Geschenk. Und zwar von einem Schlagerbengel. Genau. Der nennt sich so. Er nennt sich Schlagerbengel Eugen. Eugen. Eines Tages kam er zu mir vor oder nach einem Auftritt, ich weiß nicht mehr, und sagt: Christian, ich bin der Schlagerbengel Eugen. Und ich sage: Ich bin Oma Duck. Geht ja, oder? Na nein, sagt er, ich bin wirklich der Schlagerbengel Eugen. Und ich habe ein Geschenk für dich. Ich sag, was mag das sein? Pralinen, die esse ich gern. Nein, sagt er, keine Praline, obwohl vielleicht eine musikalische Praline. Ich habe diese Gitarre, die möchte ich dir schenken. Das ist eine 12-String, eine 12-Saiten-Gitarre. Die schenkst du mir? Ja. Ja, und seitdem habe ich diese schöne Gitarre. Und ich möchte an dieser Stelle dem Schlagerbengel Eugen, danken. Für dieses Geschenk und singe jetzt auf diesem Geschenk ein Lied, das ihr sicher alle kennt. Es handelt von einer enttäuschten Liebe und das Mädchen, das diese Liebe erfährt oder diese Enttäuschung, die heißt Melissa. Melissa, du musst nicht traurig sein, der Mann, den du geliebt, ließ dich allein. Melissa, frag nicht nach dem Warum, dreh dich nicht mehr um, schau nach vorn in den neuen Tag. Liebe, die kein Ende kennt, Treue, die man ewig hält, ist oft eine Illusion, du weißt das schon. Er hat dich so oft belogen, er hat dich so oft betrogen, dass dein Herz daran zerbricht, siehst du es nicht? Melissa, wisch deine Tränen fort. Such dein Glück nicht dort, wo es zerbrach. Glaub mir, du bist stark genug. Glaub seinen Worten nicht, seinem Selbstbetrug. Liebe, die kein Ende kennt. Sehnsucht, die ein Herz verbrennt, wenn die Leidenschaft erwacht im Dunkel der Nacht. Hör nicht nur auf dein Gefühl, weil es manchmal etwas will, das dich zerstört. Melissa, sei nicht traurig. Auch dein Schmerz wird einmal vergehen und ein neuer Tag bringt dir ein neues Glück. Viele Menschen sind allein, doch sie wollen glücklich sein und sie suchen in dem anderen, was ihnen fehlt. Liebe bringt oft so viel Leid, nicht alle Wunden heilt die Zeit. Doch wer wirklich liebt, ist nie, nie allein. Liebe, die kein Ende kennt, ein Feuer, das auf ewig brennt. All das ist keine Illusion, wenn du es wirklich willst. Findest du es schon?
Melissa.